Nun stehen wir schon wieder vor den nächsten Ruinen, meine liebsten Leute. Dieses Mal allerdings auf der königlichen Insel Radis, wo die Schleims ihre Monarchen verehren und wo wir nun diesen Bau betreten wollen. Die antiken Ruinen, wo die Weisheit drinne schlummern soll. All das im Auftrag natürlich von oberster Stelle vom Königshaus. Hier werden nämlich Nachforschungen durchgeführt und wir sind sozusagen die eskortieren, wir schützen, wir sind Personenwächter durch und durch und wollen nun weitermachen. Deshalb begrüße ich euch ganz herzlich hier und jetzt zur nächsten Folge von Dragon Quest 10, dem 10. Teil, dem Online-Spiel schlechthin. Hier nun mit dem, ja, mit dem Gang in die Ruinen. Wollen wir es gleich machen, ne? Wollen wir machen. Ach ja, und an unserer Seite natürlich Himawari, Sakuna und Zwintabo, die ihres Blickes mir nicht mehr irgendwie unter die Augen treten wollen. Wahrscheinlich, weil ich so lange gewartet habe, bis ich hier reingehe. Ich muss ein paar Tage hier draußen vorstehen. Macht aber gar nichts. Jetzt sind wir da und mal schauen, was nun passiert. Hier am Zielort, zu dem wir geschritten sind. Oh, Kurando, ruft jetzt hier der große Kina aus dem Forschungstrupp. Dank dir, konnte ich hierher kommen, ohne dass die Monster mir in den Weg getreten sind. Nun, also hier in der Umgebung sollten wir doch vielleicht irgendwo etwas Ungewöhnliches finden. Hier sollte sich doch irgendwas abzeichnen. Nun ja. So auf den ersten Blick sind in solchen antiken Ruinen natürlich keine ungewöhnlichen Dinge zu finden. So sieht es zumindest aus. Wie zu erwarten, könnte es der richtige Weg sein, zu gucken, ob vielleicht etwas an den Stimmgabeln der Wellen, der Harmonosa, also der Wellenbewegungsstimmgabeln sozusagen, ist. Setz mich immer so, ich werde es dir erklären. Das ist aber nett von dir. Nun, inmitten dieser Ruinen gibt es etwas sehr Wichtiges. Hier ruht etwas Wichtiges, das wir als Harmonance, also als Stimmgabel der Wellenmuster bezeichnen, als Wellenstimmgabel sozusagen. Das ruht hier. Und vielleicht weißt du es ja schon, dass die große Königin von Berinat, ja, Diode, dass die ein Lied singt, und zwar das Lied des Segens. Das ist dir bekannt, womöglich? Was fragst du? Natürlich, da war ich doch schon Thema gewesen, du. War ich doch gewesen. Und durch das Lied unserer Königin, durch dieses wunderschöne Erschallen aus ihrem Munde, sozusagen, kann das Wasser gereinigt werden. Überall im Meer, all das Leben, was dort herrscht, wird geschützt, ja? Der Schutz wird zuteil kommen. Und du musst wissen, dass dieser Wellenklang, dass der in der Lage ist, das Lied unserer Königin zu allen Inseln des Archipels zu übertragen. Eine so wichtige Rolle erfüllt er. Und hätten wir die Weisheit dieses Liedes nicht, dann wüssten wir nicht, was im Archipel von Banner, wo wir uns da befinden, passieren würde. Das darf nicht passieren, deshalb müssen wir ganz schnell drinnen und gucken, was dort Sache ist. Alles klar. Und damit schreitet die Story voran. Wir blicken mal auf die Karte und sehen hier, egal wo lang wir kommen, egal wo lang wir gehen, irgendwann kommen wir schon oben an. Also, was sind denn das für welche? Grimmig daherblickende Wesen. Den Kampf nehmen wir auf. Ha! Jawohl! Poyon Target heißen sie. Die kriegen wir klein. Der Zorn bricht aus ihm aus. Also, schnell kurz einen Prozess machen. Bevor der noch Übles plant. Eine Kiste gibt's. Hoffentlich mit schönem Inhalt. Ah, guckt euch das mal an. Bisschen ein kleines Leibchen. Schon bekleiden, ja? Nehmen wir mal mit.
Können wir mitnehmen? Ja, können wir mitnehmen, wollte gerade sagen. So, also Trainingshose haben wir uns eingesteckt. Und damit geht's weiter. Und der nächste Kampf wartet auch schon hier vorne. Und ich sehe schon, da hinten ist ein Untoter, der sich gleich mit zu uns hier gesellt. Okay, okay. Ein Doku-Doku-Zombie. Aber erstmal will ich ihn hier erledigen. Hm. So, das müsste es gleich mit dir gewesen sein. Na, komm schon. Alles klar. Jetzt wird der wandelnde Tod noch erledigt. Da wurde ich fast Opfer seines giftigen Atems. Konnten wir aber gerade noch unterbinden. Der hat, wie zu erwarten, relativ viel Energie. Ist ja auch schon tot, ne? Da schlagen wir also auf lebloses Fleisch ein. Aber er kann uns nicht wirklich viel entgegenbringen. Von daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis er gleich fällt und ein für alle Mal K.O. gesetzt ist. Und es gibt sogar noch eine Kiste. Ach, mit ein paar schönen Schuhen und dem nächsten Kampf, der sich uns bietet. Warum auch nicht? Wenn wir schon hier sind, können wir doch auch gleich weiterkämpfen. Ich habe gar keinen coolen Angriff hier gerade im Petto. Das macht aber gar nichts. Denn wir sammeln Erfahrungspunkte, um letztendlich dann natürlich wiederum mit Levelanstieg Skillpoint zu kriegen und uns im Anschluss dann auch für das Zweihandschwert ein paar Skills vielleicht anzueignen. So. Und nun sollte der Schädel leicht gespalten sein. Nochmal ein bisschen Feuer machen. Jetzt wurden wir verflucht. Ach du meine Güte. Nicht ganz so gut, aber jetzt mal ganz schnell weg hier, bevor der nächste Kampf ausgelöst wird. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen jetzt tatsächlich den Gang bis zum Ende beschreiten und hinten dann nach links abbiegen, um nach oben zu kommen. Denn scheinbar ist dieses alte Ruinengebilde über mehrere Stockwerke groß. Oder geht's hier runter? Runter geht's. Ach, guck mal an. Dachte, wir gehen jetzt hier ein bisschen nach oben. Wobei, da kam man gerade lang. Also Unterführung. Dann in die Unterführung. Und hier können wir gleich abbiegen, um zum Herz dieses alten Baus vorzudringen. Oh, hier sind ganz, ganz andere Gegner. Die wollen wir natürlich auch gleich mal zur Brust nehmen. Was bist du denn für ein hässlicher? Ein Death Maestro. Leider bin ich noch verflucht. Ich glaube, die könnten härter sein. So einen hatte ich doch, soweit ich mich entsinne, auch schon einmal im Kampf gesehen gehabt. Und die waren ziemlich harsch. Wobei, das scheint eine schwächere Variante zu sein davon. So, ein Fächerschlag. Und dann schwingen wir das Schwert und der tote Maestro ist ein für alle Mal tot. Also den haben wir komplett gekillt. Na, dann kommen wir her. So, den haben wir auch noch nicht besiegt gehabt. Gequatscht hatten wir mit so einem, aber jetzt ist der Teufelspriester dran. Jetzt bekämpfen wir ihn. Oh, verdammt. Mir lastet immer noch die Nebenwirkung da an, aber ich schaff das schon. Schlachtet ihn. Er ist sauer auf mich. Kann ich ihm nicht verübeln. Ich schlage ja auch die ganze Zeit schon auf ihn rauf. Alles klar. Jetzt noch seinen Kollegen. Und dann haben wir es auch gleich geschafft. Perfekt. Besiegt. So, und da kriegen wir noch die Information zum Death Maestro. Brauchen wir zwar nicht mehr, aber egal.
Da ist schon unser Ziel offenbar. Relativ kleiner Dungeon, aber warum auch nicht? Muss ja auch nicht immer alles so riesengroß sein. Und nun schreiten wir voran. Und sehen es da. Die Klanggabel. Kurando! So, wir sind endlich bis hierhin gekommen. Gott sei Dank konnten wir es schaffen, den Weg so schnell hier abzulegen, du. Wenn ich sie mir so angucke, da wirkt nichts ungewöhnlich dran, oder? Es ist alles so ganz normal, soweit ich das sehe. Aber das ist doch nicht so, wie es sein sollte. Da muss ich mal kurz gucken. Verdammt nochmal. Die Funktion der Stimmgabel ist komplett außer Gefecht gesetzt. Sie bewegt sich nichts. Sie tut nichts. Ich hab's. Ich glaube, ich weiß, was der Ursprung für den Defekt ist. Woran es liegt, dass es nicht funktioniert, das Teil. Ich will es dir erklären. Du musst wissen, die akustischen Wellen, die durch den Ton entstehen oder der Ton, der dadurch getragen wird, ja, die werden verstärkt und zwar durch ein Kristallzahn sozusagen, der da drin ist als Teil und der scheint schon ein bisschen abgenutzt zu sein. Ich habe mir schon gedacht, dass das passieren kann und deshalb habe ich hier dieses entsprechende Teil natürlich mitgebracht. Aber offenbar reicht eins allein nicht aus. Aber bitte beruhige dich, ist gar nicht so schlimm. Denn offenbar gibt es die Möglichkeit, hier inmitten der Ruinen noch mehr davon zu erhalten. Deshalb kommst du ins Spiel, Kurando. Entschuldige bitte, aber ich würde dich dann bitten, könntest du ein Stück zurückgehen und versuchen, noch welche davon in den Finger zu kriegen? Denn du musst wissen, es gibt hier sogenannte Death Maestros und wenn du die besiegst, die verlieren oftmals dieses Teil. Ich warte hier so lange, also ich würde dich bitten, dich drum zu kümmern. Na, sieh mal eine an, das hätten wir doch eben schon fast machen können. Der ist ja schon der Erste. Gott sei Dank machen sie es uns leicht, indem sie uns den direkt vor die Flinte werfen. Also, ran ans Werk. Oh. Kämpfen wir mal. Gegen ihn. Also ein Kristallzahn. So ein Fangzahn. Einen tierischen Zahn. Einen spitzen Hauer brauchen wir. Aus Kristall. Wo auch immer der da eingesetzt wird. Jedenfalls müssen wir da offenbar nur einen von diesen flatternden Genossen zerstören und hoffen, dass wir auch entsprechendes Teil kriegen. Das war noch nicht der Fall. Da hinten ist aber noch eine Kiste. Guck mal her. Ein paar kleine Zauberfläschchen nehmen wir mit. Und dann knöpfen wir uns die nächsten vor. Also gut. So, Kollegen, greift mit an. Eine Feuersbrunst wird ihm entgegengescheuert und dann holen wir auch gleich schon Schlag wieder aus. Perfekt, er ist besiegt. Und eine Kiste birgt ein... Oh, das ist natürlich Giftheilung. Das ist nichts, was wir wollen. Das ist nichts, was wir wollen. Also noch einmal. Ausdauer ist gefragt. Aber das schaffen wir. Nur nicht aufgeben, das ist unsere Devise. Und so rupfen wir den Kollegen. Das Schöne ist, dass der Dungeon nicht sehr anspruchsvoll ist und mit unserem Level easy peasy zu durchlaufen ist. Jetzt gucken wir mal hier nochmal rein. Und da haben wir Inselharz. Und natürlich noch hier ein Zwinkurtakt. Zwinkeltakt. Na, guck mal. Also noch ein Stab. Nehmen wir alles mit.
aber immer noch nicht das, was wir suchen. Weiter geht's also. Allesamt, nehmt ihn euch vor. Visiert auf sein Herz und reißt es ihm raus. Und hoffentlich befindet sich da irgendwo da noch der Kristallfangzahn drinne. Perfekt. Erledigt. Ist auch er. Und verlieren tut er nichts. Die Droprate scheint hier ziemlich gering zu sein. Oder der Typ hat sich einfach einen Spaß mit uns erlaubt. Wobei, nein, es wird uns immer gezeigt, dass das unser Ziel hier ist. Womöglich hatten wir bisher einfach nur Pech gehabt. Sehen wir es einfach mal so an. Okay. Gleich haben wir ihn. Das war's. Und jetzt bitte droppe das, was ich brauche. Er hat es verloren. Super. Ich hoffe, das reicht auch, dass wir nicht noch mehr davon brauchen. Denn mit dem Heilkräutern hier können wir sonst nicht wirklich jetzt was anfangen. Da oben sind sie jetzt auch. Jetzt erscheinen sie wirklich auf allen Ebenen. Aber offenbar reicht dieses kleine Teilchen, dieser Kristallzahn, sodass wir nun in der Story voranschreiten können. Also, da bin ich wieder. Na? Schafft das? Ah, Kurando. Und, wie ist es gelaufen? Hast du den Kristallzahn irgendwie in den Finger kriegen können oder bist du leer ausgegangen und wieder hergekommen? Das wahrscheinlich nicht, ne? Wenn du ihn hast, kann ich die Stimmgabel sofort wieder reparieren. Gibst du ihn mir bitte? Selbstverständlich, dafür bin ich auch gegangen, ne? Da, wir haben ihm entsprechend das Teil gegeben. Oh, wie zu erwarten von dir, Kurando. So, ich hab ihn jetzt entgegengenommen, sehr gut. Und somit kann ich jetzt auch die Stimmgabel wieder reparieren. Vielen lieben Dank, Kurando. So, da du nicht wirklich viel was vorhast, während ich hier die Reparatur vollziehe, will ich dir einfach mal etwas über die Ruine erklären. Denn was die antiken Ruinen hier anbelangt, so wird gesagt, dass sie von dem ehemaligen König von Berinat, der 17 Generationen zurückliegt, namens Radis errichtet wurden. Das sagt man zumindest. Und sie schienen die Funktion als Heiligtum inne gehabt zu haben. Der König Radis, ja, er hat sein Zepter sozusagen an seine Frau abgegeben und somit die Königsfolge abgebrochen und dann letztendlich die Königin vorgelassen. Und hat sich dann sein ganzes Leben dem Bau des Heiligtums gewidmet, sozusagen. Also er hat seine königlichen Dienste seiner Frau überlassen und hat sich hier um den Bau gekümmert. Und man kann schon sagen, er hat dieses Heiligtum gebaut mit der Funktion, die Stimmgabeln hier zu beschützen. Aber ganz ehrlich glaube ich nicht, dass das der einzige Grund ist, dass er sein Leben investiert, um dieses Bauwerk hier zu errichten, nur um die Stimmgabel zu beschützen. Also irgendwas muss da noch verborgen liegen. Also noch irgendein anderes Ziel muss er gehabt haben, was Größeres. Das ist zumindest meine Vermutung. Nun jedenfalls war der König Radis der Letzte, der dann als König diente und hat dann sozusagen die Thronfolge an die Frauen weitergegeben. Und auch das wird sicherlich irgendeine Bedeutung haben. Also dann, das haben wir geschafft. Vielen Dank fürs Warten, Kurando. Die Reparaturarbeiten sind erfolgreich und ohne Probleme abgeschlossen. Und das hat gerade mal so noch gepasst zeitlich. Denn offenbar hat die Königin Diode angefangen,
ihr Lied zu singen. Und so wird es weitergetragen. Über das ganze Meer. Sieh es dir nur an. Die Kraft des Liedes. Sie dringt durch das ganze Meer und bietet heiligen Schutz. Und dadurch wird das Meer des Bena-Archipels sozusagen beschwichtigt. Es wütet nicht mehr. Und auch das Glück des ganzen Meeres wird uns zuteil und alle sind letztendlich am Profitieren. Puh, die Reparaturarbeiten haben gut funktioniert und ich hab's geschafft und somit ist eine große Last von meinen Schultern genommen worden. Und das ist alles dir zu verdanken, Kurando. Vielen lieben Dank. Ich werde nun zunächst nach Juliette wieder zurückkehren. Und ja, den Dank werde ich dir dort dann zuteil kommen lassen. Deshalb bitte komm direkt zu mir. Wir sind jetzt letztendlich dem Geheimnis nicht wirklich auf die Schliche gekommen hier. Ich dachte, da kommt noch irgendwas anderes auf uns zu. Oder vielleicht können wir jetzt noch was entdecken. Wir blicken mal hier rauf. Und wir sehen, eine sonderbare Form hat dieses Gebilde angenommen. Sehen aber sonst alle gleich aus, oder? Das Lied dringt sogar bis zu uns hier vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier tatsächlich alles war. Vielleicht für den jetzigen Zeitpunkt schon, aber wir werden sicherlich nochmal wiederkommen. Irgendwas steht hier auch drauf, aber wir können die Schrifttafel nicht entziffern. Und der Segen manifestiert sich hier offenbar in diesen Lichtersäulen, die auf dem Meer rumtanzen. Schon ein schöner Anblick. Nun gut, dann wollen wir diesen Ort mal hinter uns lassen und ihn entsprechend verlassen. Das heißt, der nächste Schritt wäre die Rückkehr in die Stadt nach Juliette und dort werden wir dann mal schauen, ob er irgendwas für uns in petto hat. Den Dungeon werden wir nochmal fix passieren und dann können wir ja Gott sei Dank die Kraft unseres Lulasteins nutzen, um die Insel auch wieder zu verlassen. In der Hoffnung, dass wir nicht irgendwas verpassen unterwegs. Hier unten auf jeden Fall haben wir, glaube ich, echt bis jetzt alles erledigt, denn die Geister hier, die brauche ich gar nicht mehr überhaupt. Dem muss ich keine Aufmerksamkeit schenken. Die bringen mir nichts, die geben mir nicht allzu viel. Deshalb hoch mit uns. Im hinteren Teil des Dungeons könnte noch was sein, vielleicht. Deshalb versuche ich einfach mal ganz kurz hier um die Ecke zu gucken. Denn man weiß ja nie, was man noch so entdeckt, ne? Da sind weitere Todesmaestros, die aber auch alle Angst vor uns haben. Kein Wunder, wir haben etliche von ihren Artgenossen einfach ausgelöscht. Deshalb bibbern die schon, wenn wir uns 10 Meter nähern. Wobei der hat uns noch nicht bemerkt. Der hat uns gar nicht bemerkt. Ach, hier oben. Da. Heavy Metal. Guck mal, schön. Bisschen Heavy Metal, da können wir ein bisschen was schmieden vielleicht später. Und jetzt drehen wir die Runde hier fertig. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, das ist nicht unser letzter Besuch hier auf der Insel Laris, weil wir irgendwann natürlich auch noch auf die Königsschleimjagd gehen wollen. Okay, den hätten wir jetzt fast erwischt. Aber nur fast. Okay, der Zombie ist aber angriffswütig. Kommen wir doch also nicht ohne Kampf wieder raus. Oh, wir sind ein bisschen erschrocken. Ich sollte vielleicht erstmal den Beholmi-Slime besiegen, bevor ich auf den Zombie gehe. Also, wir fangen gleich an, ihn zu attackieren. Unsere Angriffskraft wird gesteigert, das ist perfekt. Dann machen wir richtig schönen Schaden. Jawohl.
Nun ist der Untote noch dran. Komm schon. Und noch ein richtig schönen Hieb auf den Kopf, bevor ich ihn hier nun mit den letzten Schlägen ein für alle Mal erledige. Das war's. Der ist kaputt und wir können weiter. Vielleicht ein bisschen am Rand, denn ich merke, hier tummeln sich die ganzen Zombies. Oh, und die wollen echt alle mit mir kämpfen. Nicht ganz so cool auf jeden Fall. Vor allem, wenn man erschrickt im Angesicht dieses scheußlichen Ungetüms. Der vergiftet jetzt auch noch meinen lieben Magier Zwintabo. Also schnell alles geben. Schnell raufschlagen. Wir müssen ihn aus dem Weg schaffen. Wir wollen weiter. Wir können natürlich auch wegrennen, aber das erlaubt uns unsere Ehre nicht. Unsere Kriegerehre. Und noch ein Schlag. Gleich ist er tot. Gleich ist er tot. Jawohl. Okay. So, komm schon, komm schon. Los vorbei. Oh, da ist noch einer. Mann. So viele von denen. Der hat mich gesehen. Ist er schnell genug, uns einzuholen? Er versucht es jedenfalls. Okay, da hinten ist. Er ist doch ein bisschen aus der Puste offenbar. Ist die Lunge wohl schon verrottet? Bei dem ollen Zombie-Kerl. Alles klar. Da ist der Ausgang. Und dann haben wir es geschafft, diesen Dungeon zu passieren. Und nun müssen wir eigentlich nur noch den Weg zurück antreten. Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit, nun einmal eine Tasche zu greifen und am Lula-Stein zu reiben, um zur Küste von Muse zu geraten. Und von dort ist es auch nur noch ein Katzensprung bis zurück nach Juliet. Ist ja direkt angebunden sozusagen. Also kein großes Unterfangen. Gucken wir auf die Karte. Ja, super. Das ist ja gleich um die Ecke. Hier tummeln sich natürlich wieder die Katzenmagier. Komische kleine Schweinchen mit Hut. Und natürlich die Quallen. Ich mache mir jetzt den Gang über den Schrank zum Nutze und sammle noch ein bisschen was auf, wie zum Beispiel hier Yashinomi, die Frucht einer Palme. Palme ist immer Yashi. Das sind schöne Yashi hier, oder? Ah, guck mal, wie viele schöne Yashi. Das hat diesen tropischen Flair. So, nach vorne. Genau. Da geht's lang. Und wir haben uns schon an das Klima hier gewöhnt. Ein bisschen feucht-schwül. Fühlt sich schon ein bisschen an wie Heimat, ne? Aber auch irgendwann wird's Zeit, mal ganz andere klimatische Gebiete zu begutachten. Ich denke, wir werden auch noch des Öfteren mal an noch kältere Orte geschickt im Laufe unserer Reise und noch viel wärmere. Mir schwebt da ein Vulkan oder so vor, den wir auch fast in jedem Teil immer mal irgendwie zumindest tangieren. Vielleicht auch die Dankbarkeit, die uns jetzt zuteil wird von dem guten Herren, den wir jetzt gerade eskortiert haben, die wird vielleicht auch so warm sein, mit so einem Wohlwollen und Entgegenkommen, dass wir uns dran verbrennen. Ich würde mich ja freuen, wenn er uns jetzt irgendeine Gabe noch präsentiert. Das wäre doch mal was. Jetzt wollen wir aber erst einmal zurückgehen. Und da wären wir auch schon. Gott sei Dank. Also wir schreiten durch das... Doch, guck mal, da ist eine schöne Muschelornamente da. Die maritime Symbolik überall. Dominant, omnipotent, hier und dort. Egal, wo man hinguckt.
Und ich denke mal, der wird beim Bürgermeister auf uns warten. Ja, klar. Wo denn auch sonst? Nicht hier im unter den schnöden Bewohnern irgendwie auf dem Marktplatz oder so? Nee. Der ist nur hier High Society mäßig beim Bürgermeister im Privatstübchen. Lässt sich wahrscheinlich bedienen, ne? Labt sich an der Gastfreundschaft, die ihm zuteil wird. Dem Gesandten aus dem Königshaus, ja? Ist eine große Nummer. Für diese kleine Hafenstadt. Wobei, so klein ist sie jetzt nicht, ne? Ist schon ein bisschen größer, aber trotz dessen, ne? Ich muss sagen, mir gefällt es jetzt auch mittlerweile schon viel, viel besser als die Hauptstadt von diesem Archipel. Weil letztendlich, hier ist man schnell von einem zum anderen Ort gegangen. Beim anderen muss man immer im kreisförmig da gehen und gucken, wo die Treppen sind. Das ist nicht ganz so angenehm. So, da ist es, das Haus vom Bürgermeister. Also gehen wir mal rein und gucken, was uns dort erwarten mag. Eine Ladezeit und unsere Ankunft. Und Bürgermeister Boden sagt, oh, herzlich willkommen zurück, Kurando. Ah, Herr Kurando, wie schön. Dank Ihrer Anwesenheit habe ich es geschafft und konnte alles erledigen. So, ich muss leider schon direkt wieder zurück zum Schloss von Berlinard eilen, denn die nächste Untersuchung erwartet mich schon. Ich habe meinen Dank schon längst an den Bürgermeister weitergegeben, deshalb ich verabschiede mich und sage, das war's. Und so ist er von dann gegangen. Hätte er mir auch das eigentlich nicht schon vorher geben können, dann muss ich extra herkommen. Also, das ist der Dank, den ich dir... Hätte er mir wirklich selbst geben können. Jetzt macht der Bürgermeister. Ich hab dir auch noch was von mir dazu getan. Guck mal, wie nett. 1000 Gold! Na, sowas. Moment mal, wie ist der Anteil jetzt gewesen? Wie viel hat der Bürgermeister zugelegt und der andere? Der andere wahrscheinlich nur so 10 Gold. Der Bürgermeister ist auch ein bisschen hochgerundet, damit es nicht so ganz schlimm aussieht, ne? Du siehst aber nicht sehr befriedigt aus. Reicht dir das etwa nicht? Ja, wirklich, er hat's erfasst. Ich verstehe. Ah, du wolltest das Schlüsselemblem haben, nicht wahr? Aber ich muss sagen, egal, was ich auch für eine Person, Posten hier als Bürgermeister bekleide, ja? Und was du auch für eine Bitte an mich hast und wie ich dir da auftreten kann. Aber ich kann dir leider nicht so helfen, dass ich dir das Schlüsselemblem hier geben kann, egal wie sehr ich dir das auch geben wollen würde. Denn wenn du es schaffst, eine ganze Stadt zu retten, ja, dann hast du es verdient. Du musst erstmal das Große sein. Dann kannst du dir da Gedanken drüber machen, dann könnte man darüber reden. Aber so, kleine Dienstleistung, geht das nicht. Also deshalb... Oh. Was ist denn da los? Es ist was Furchtbares passiert, Bürgermeister. In der Stadt sind furchtbare Katzen am Wüten. Und was die kleine Sumi anbelangt, sie hat eine Katze. Was? Sumi hat eine Katze? Was hat die denn mit der Katze zu tun? Bitte kommen Sie ganz schnell erstmal zu Sumi nach Hause. Denn ich denke, es kann auch sein, dass Sumi in Gefahr ist. Verstanden. Ach du Kunde, komm mit zu Sumis Häuschen. Oh nein, nicht die kleine Babykatze, oder? Die wurde entdeckt. Dann wird zu mir denken, dass wir was verraten haben. Oh, verdammt. Da ist das Haus, da müssen wir hin. Aber nicht jetzt, sondern gleich in der nächsten Folge, meine lieben Leute. Und bis dahin könnt ihr mal schön kommentieren, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren, falls noch nicht geschehen. Und das nächste Mal einschalten, wenn es weitergeht, hier bei Dragon Quest 10. Bis dann, passt auf euch auf, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.